Also es brodelt unglaublich in der Bauernschaft und das ist natürlich kein Zufall. Also da merken diese Leute natürlich auch, dass sie nicht nur unter Druck gesetzt werden, sondern dass sie auch belogen und betrogen werden von der Regierung. Man merkt ja auch im Moment, dass viele von den Mainstream-Medien im Moment sich so ein bisschen von den Grünen verabschieden. Der mittlere und der untere Mittelstand muss begreifen, dass er im Fadenkreuz dieser ganzen Agenda steht. Also für jedes Milligramm Fleisch, was dann irgendwo in Neuguinea auf den Markt kommt, wird irgendjemand im Silicon Valley da seine Tantiemen da verlangen. Das ist eine riesige Geschäftsidee, die natürlich nur aufgrund der Digitalisierung der letzten Jahre und der künstlichen Intelligenz funktioniert. Lieber Ernst, neues Jahr, neues Glück heißt es so schön. Und die Bauern gehen auf die Straße, sie protestieren. Man spricht von womöglich den größten Protesten nach dem Zweiten Weltkrieg. Man spricht davon, dass der Umbruch nun beginnt. Hoffnung ist im Volke und die Bevölkerung steht hinter der großen Schicht der Bauern. So wirkt es medial. Zeitgleich möchten die Medien aber dafür sorgen und uns allen glaubhaft machen, dass diese Proteste von rechten Gruppierungen unterwandert sind und dass Herr Habeck in die Öffentlichkeit geht und die Menschen sensibilisieren möchte. Nicht an all das zu glauben, zeigt doch, wie groß die Angst ist. Erstmal schön, dass du da bist und dass wir uns wiedersehen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns zu Beginn über das Thema sprechen, das in den Medien gerade das alles überschattende Thema ist, die Bauernproteste. Offiziell geht es ja bei den Bauernprotesten nur in Anführungszeichen um die Abschaffung des Agrardiesels und die Kfz-Steuerbefreiung. Wie siehst du das? Ja, das ist genau das, was der Bauernverband gesagt hat, dass er jetzt gerne dagegen demonstrieren möchte. Aber der Bauernverband steht im Moment mit dem Rücken zur Wand. Wir haben im letzten Jahr sehr viele Traktorenproteste erlebt, die sich immer ständig ausgeweitet haben. Wir haben gesehen, dass in Holland die Bauern ganz extrem auf die Straße gegangen sind. Deutsche Bauern haben sich mit denen verbündet und haben denen den Rücken gestärkt. Also es brodelt unglaublich in der Bauernschaft und das ist natürlich kein Zufall. Also etwa ein Drittel aller Bauern haben ihre Höfe in den letzten 20 Jahren verloren. Wir sehen in der Landwirtschaft einen unglaublichen Konzentrationsprozess und wir sehen auch eine unglaubliche Umwandlung. Also da sollten wir unbedingt noch über solche Themen sprechen wie das Laborfleisch und das Vertical Gardening, weil eigentlich ist die Landwirtschaft im Moment, wenn alles so weitergeht, mehr oder weniger am Ende. Und das spüren die Bauern natürlich und da brodelt es in der Bauernschaft. Und da hat natürlich der Bauernverband jetzt Angst und der Bauernverband musste praktisch jetzt an die Spitze gehen oder also vorausschreiten und einen Protest organisieren. Aber ich denke, es hat niemand mehr Angst vor der Wirkung dieser Proteste als der Bauernverband selber. Also die können natürlich sehr schnell außer Kontrolle geraten. Und wir merken ja im Moment, dass auch die Regierung so ein bisschen auf Zeit spielt. Also die sind den Bauern ein bisschen entgegengekommen, sind dann allerdings sehr dreist gewesen, indem sie jetzt vor 2 Tagen tatsächlich diese Abschaffung der Steuervergünstigungen da durchs Parlament gejagt haben. Aber wir sehen, das brodelt. Und das Ganze ist natürlich nicht so, dass der Bauernverband jetzt an der Spitze der nächsten Revolution steht, sondern der Bauernverband versucht eigentlich, diese ganzen Proteste irgendwie einzugrenzen und das Ganze in Schach zu halten. Du würdest, wenn ich dich jetzt mal richtig interpretieren darf, davon ausgehen, dass der Plan ist, die Landwirtschaft zu verringern, ähnlich wie viele andere Branchen vernichtet werden. Und dann war ja eigentlich immer der Schritt, dass es in eine Plattformindustrie ging. Aber das wird ja bei der Landwirtschaft so nicht funktionieren. Oder ist es dann genau das, was du meinst mit dem Laborfleisch? Ja, ganz genau. Das ist genau das, was ich meine. Weil das Wichtige bei dem Laborfleisch ist natürlich, wer hat nachher die Lizenzen und Patente? Weil Laborfleisch wird hergestellt werden über 3D-Drucker. Aber diese Leute, die diese 3D-Drucker betreiben, die werden Lizenzen und Patente bezahlen müssen. Also für jedes Milligramm Fleisch, was dann irgendwo in Neuguinea auf den Markt kommt, wird irgendjemand im Silicon Valley da seine Tantiemen da verlangen. Und das ist das alles Entscheidende an dieser Sache. Das ist eine riesige Geschäftsidee, die natürlich nur aufgrund der Digitalisierung der letzten Jahre und aufgrund des Fortschrittes der künstlichen Intelligenz funktioniert. Aber das große Problem, was diese Leute haben, sowohl mit dem Laborfleisch als auch mit dem Vertical Gardening, ist, dass die Menschen das auch nicht so gerne akzeptieren, weil kein Mensch möchte gerne mit diesem Kunstfleisch dann auf Dauer leben. Und da kommt nämlich genau die Agenda der Grünen hinein.
Die Grünen sind diejenigen, die dann die Gründe dafür liefern, warum das unbedingt sein muss. Die Grünen reden uns ein, dass wir am Kipppunkt des Klimas stehen, dass die Welt zerbricht und dass man die Welt nur noch retten kann, indem man möglichst viele Tiere abschlachtet und deren Methanausstoß Ausstoß verringert, indem man den CO2-Ausstoß verringert. Und die gehen jetzt allen Ernstes davon aus, dass man weiter fliegen kann, dass man die großen Fabriken weiter betreiben kann, dass man aber die Landwirtschaft einschränken kann zugunsten des Klimas. Es ist eine völlig irrsinnige Agenda. Man merkt ja auch im Moment, dass viele von den Mainstream-Medien im Moment sich so ein bisschen von den Grünen verabschieden. Also ganz interessant ist, dass zum Beispiel Herr Habeck nicht mehr die volle Unterstützung der Bild-Zeitung genießt. Also ich denke, dass man da so langsam auf das Entsetzen in der Bevölkerung reagiert und sagt, also irgendwann haben die Grünen dann ausgespielt. Aber das heißt jetzt nicht, dass diese Agenda dann abgeschafft werden wird, sondern das heißt ganz einfach, dass man andere Vorwände, andere Gründe dafür bekommen wird. Also möglicherweise wird es dann heißen, also wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen, weil wir sehen ja im Moment, dass überall wirklich gezündelt wird, was die Kriege angeht. Und dann wird es heißen, also in den Kriegen ist es einfach viel besser, wenn wir das ganze Fleisch in Laboren herstellen, weil dann haben wir größere Mengen für die Leute, die eben im Krieg versorgt werden müssen mit diesem Fleisch. Also die Vorwände werden sich wahrscheinlich ändern, die Agenda wird wahrscheinlich die gleiche bleiben. Ich habe hier, das blenden wir gerne auch mal ein, auf der Seite des WEF mal recherchiert, Initiativen zu Deutsch, 100 Millionen Farmer heißt eine dieser Initiativen, ja. Im Endeffekt ist die Mission, die da angekündigt wird, 100 Millionen Farmer als Plattform, die private und die öffentlichen Führer supporten, gemeinschaftlich zu skalieren und dabei das Ganze klimafreundlich zu gestalten. Man unterstellt ja in dieser Aussage suggestiv den Farmern, dass sie genau das Gegenteil tun, den Landwirten, dass die Landwirte quasi mit Teil des Problems sind, dieses Klimawandels. Wie würdest du denn diese Initiative, hast dich da vielleicht auch schon mit beschäftigt, deuten? Was erwartest du, was hier das WEF mit diesem Plan im Schilde führt? Na ja, klar, die Abschaffung der Landwirtschaft, wie wir sie bisher kennen, das ist das Endziel von diesen Leuten. Also die werden da auf keinen Fall locker lassen, weil da winkt auch einfach so wahnsinnig viel Geld. Da kann man so unglaublich viel mit verdienen, ohne dass man viel tut. Und dadurch wird der Graben zwischen Reich und Arm in der Welt noch weiter vergrößert. Und dadurch kann man natürlich dann auch unglaublich viele Menschen dann unter Druck setzen. Interessant ist übrigens eine kleine Parallele zwischen Laborfleisch und Elektroautos. Also Elektroautos sollen ja angeblich dann die Umwelt weniger verschmutzen. Beim Laborfleisch ist es so, dass beim Laborfleisch also weniger Wasser verbraucht wird, die Tiere weniger Methan ausstoßen, das also dem Klima zugutekommen soll. Das große Problem bei beiden ist, dass beide ganz stark abhängig sind von elektrischer Energie. Also der elektrische Energieverbrauch, gerade bei dem Laborfleisch oder auch beim Vertical Gardening, ist ganz enorm. Und der liegt natürlich immer in den Händen der Regierenden und der Herrschenden. Die können natürlich die Elektrizität jederzeit abstellen. Also wenn die Leute dann tatsächlich vom Vertical Gardening und vom Laborfleisch irgendwann mal abhängig sind, dann sind sie auch abhängig von dem einen Menschen, der am Schalter sitzt und der sagen kann, ab morgen gibt es eben keine elektrische Energie mehr. Also das ist alles, führt uns in eine Welt, wo ganz, ganz wenige Leute an den Schaltebenen der Macht sitzen und Druck auf uns alle ausüben können. Um das Ganze mal neutral zu beleuchten, die Bauernproteste. Eigentlich ist es ja ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass die Menschen nun aufstehen und auch den Kopf wieder mal herausstrecken und sich gegen das stellen, was sie tagtäglich erleiden müssen und was uns allen aufgetragen wird. Denkst du, dass das vielleicht der Auftakt für noch mehr Proteste, Widerstände in ganz anderen Gesellschaftsbereichen sein könnten? Immerhin scheint es ja so, als würden die Proteste auch die Gastronomie erreichen und in andere Bereiche überschwappen. Ja, auf jeden Fall. Also die Gastronomie ist ja jetzt sowieso daran beteiligt, weil die Gastronomie wird ja im Moment auch unter Druck gesetzt. Also den Bauern kündigt man da bestimmte Subventionen auch. Bei der Gastronomie ist es so, dass die Mehrwertsteuer jetzt entgegen den Versprechungen von Herrn Scholz von 7% auf 19% wieder angehoben wird. Also da merken diese Leute natürlich auch, dass sie nicht nur unter Druck gesetzt werden, sondern dass sie auch belogen und betrogen werden von der Regierung. Das Gleiche gilt für die Logistikbranche, die kämpft mit den neuen Mautgebühren und mit den höheren CO2-Steuern. Das gilt aber auch für andere Bereiche. Also ich denke, das ist nur der Anfang einer größeren Welle, die jetzt uns alle erreichen wird. Ja. Weil ganz viele von den Bauern jetzt in diese Proteste hineingegangen sind und am Anfang geglaubt haben, also es geht tatsächlich nur um diese zwei Steuersubventionen, die gestrichen werden. Aber durch die Diskussionen auch mit der normalen Bevölkerung und mit den anderen Branchen
erkennen die plötzlich, sie sind nur ein Teil dieses großen Problems und sie sind nur ein Teil dieses Riesenangriffs auf den Mittelstand. Und das ist das alles Entscheidende. Der gesamte Mittelstand muss begreifen, der mittlere und der untere Mittelstand muss begreifen, dass er im Fadenkreuz dieser ganzen Agenda steht. Und wenn diese Leute sich alle zusammenschließen, dann haben wir eine Chance, dieses Ganze zu durchbrechen. Glaubst du, dass das jetzt mehr Menschen zum Aufwachen bringen wird, dass jetzt der Wendepunkt sein könnte, der diese Regierung zum Scheitern bringt? Oder hat die Regierung deiner Meinung nach zu große Rückendeckung, gerade von Seiten des WEF und diesen Eliten? Also man merkt ja, dass die Marionetten aber ausgetauscht werden müssen. Wir sehen ja gerade, dass in Frankreich die Marionette ausgetauscht wurde. Da haben wir jetzt einen neuen Ministerpräsidenten, auch wieder einen Mann des WEF, übrigens aus der gleichen Klasse wie Annalena Baerbock, der Class of 2020. Also die versuchen natürlich im Moment, ihre Agenda durchzusetzen, aber der Widerstand in der Bevölkerung wird immer größer. Man sieht es auch an den Mainstream-Medien, das Ganze irgendwie herunterzuspielen. Interessant ist übrigens eine Einzelheit, die ich heute Morgen erst erfahren habe, ist, dass die Webcams in ganz vielen Großstädten im Moment abgeschaltet sind, damit die Leute nicht sehen können, wie groß die Proteste tatsächlich sind. Das kann nur den einen Grund haben, dass diejenigen, die an den Hebel der Macht sind, nicht wollen, dass das Volk mitbekommt, wie viele Leute sich den Protesten im Moment anschließen. Und ich lebe ja in Berlin, ich bin zurzeit auch hier in Berlin und ich merke, dass sehr viele Leute im Moment über diese ganzen Dinge diskutieren und dass da wirklich einiges im Volke brodelt.